Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Dann können wir jetzt ein bisschen Hauptstory knüppeln. Da runter muss ich. Ne, über die Brücke ist das nicht. Das ist hinten die Brücke. Gehe ich noch mal angeln? Ich weiß immer noch nicht, wo dieser Fluss sein soll. Dieser Fluss, dieser Fisch. Ich weiß nicht. Also wirklich abgesucht. Und kein... Angelspot gefunden. Deshalb bin ich mir sehr sicher. Sprach er und dann Schnitt ist dann Angelplatz. Eldstraße. Is this the place? Jetzt bin ich mal gespannt. Yep. The Eldroad's just ahead, which will take us to my village, Yarnan. Nordstar is just a short hop from there. The Eldroad? That's right. The Guardians have a sworn duty to protect everything beneath these trees, and the rune barrows especially. People say the Eldroad is actually a part of those ruins. However, we mostly use it now to monitor and defend key sites throughout the forest. It's a handy way to get around. Still, there are plenty of monsters hanging around. So, stay on your toes. Machen wir. Sounds good. Now let's hurry and put a stop to whatever the Empire's up to. Agreed. Ich stimme auch zu. They've done enough harm already. Okay, natürlich. Große Aufgabe weiterhin irgendwie das... Chaldäische Reich aufzuhalten. Ob uns das gelingt, ich zweifle ja dran. Ich habe da so meine Zweifel. Aber erstmal wird hier schön Ressourcen eingesammelt. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Sehr, sehr gefährlich. Gucken wir mal. Hundertdreißig Schaden. Ach du meine Nase. You get. 1065, das ist ordentlich Geld. Das ist ordentlich. The reward for good hustle. Aber hier war auch nichts. So, Francesca, die haben alle ein bisschen ganz schön auf den Deckel bekommen. Ich verballer erstmal das Heilkraut. Damit Platz im Inventar ist. Gut, ja, wir haben eine Zwischenstation in dem Dorf. Das ist... Da kann man sich dann bestimmt eindecken. Wieder mit Heilsachen. Da ist ein Drache. Pupi!
Ein Drache? Also existieren sie wirklich? Lass das Gelaber und passt auf. Einen Moment, ich kann keine Magie verwenden. Bei Luftangriffen bin ich erledigt. Ich habe keinen Drachen gesehen. So, I don't know. Let's do this. So, dann gehen wir, zeig mal. 46, ja. Vorne, die stecken gut weg, denke ich mal. Okay. Sie sind stark. Das muss man ihnen lassen, sie sind stark. So, hier ist ein Drache. Nee, hier ist kein Drache. Hier ist ein Drachenauflaufrezept. Lecker Schmecker. Schöner Hauptgang, denke ich mal. Weiß zwar nicht, wer gern Drachen isst, aber... Das war's schon. Nee, da kommt bestimmt nur ein Bossfight hier auf der Brücke, oder? Bossfight gegen Drache? Ich hab noch kein Stück Schokolade gegessen, Mensch. Sagt aber auch keiner was. Lass mal hier mal. Das ist ein Schokolade, das ist auf dem Freitag. A dragon youngling. We're trespassing on its territory. Drachenjunge sind in ein Territorium eingebrochen. Uiuiui. Nicht, dass Papa-Drache noch kommt. Yeah, well, dragon. Trifle with any of their kind, and it's the last thing you do. Oh, nice of you to mention that, because here it comes. It's coming. Schön. Show me some hustle. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Angeschmolzene Schokolade, was gibt's Geileres? Schön an der Hose abwischen. Ältester Drache, komm. Kriegst erstmal auf den Latz. Schöne Wiederherstellungswelle. Und sie macht genau das Gleiche. Ach du meine Fresse, was war das denn für ein Angriff? Was ist denn hier los? Erstmal schön geheilt, ja. Der kriegt erstmal nochmal einen auf den Latz. Angriff. Der greift dreimal an. Ich mach die Wiederherstellungswelle. Neunundvierzig, okay. Okay, ich müsste mich vielleicht gegen Magie schützen. Weil der macht bisher magische Angriffe.
Reicht das, die Heilung? Sieht sehr gut aus. Francesca, hast du gut gemacht. Nochmal den Kettenschlag. Er macht jetzt sein Zermaler. Er greift an. Schreibt dran, kann ich füge Gegnern moderaten irgendwas Schaden zu. 5 SP. Könnte man ja mal... Sie hat den Wasserschleier. Dann mache ich das mal. Und sie heilt. Das schützt uns gegen Magie. Hoffentlich. Ein bisschen mehr. Na, sieht ganz gut aus. So, Verteidigung ist runter. Eine sehr lange Sequenz. Ja, nur einen normalen Angriff. Normaler Angriff. Er kann nur einen Angriff. Sie macht auch einfach mal normal und... Sie heilt. Man hätte ja klappen können, dass man ihn stunt. Okay, er macht nicht den großen Schaden. Das finde ich sehr gut. Jetzt macht er Flächenangriff. Aber es hält sich in Grenzen. So, er ist noch nicht mal gelb. Er greift wieder an. Er greift an. Das. Jetzt macht sie mal die Wiederherstellungswelle und Francesca macht stille Wut. Ich habe Angst vor seinem Flächenangriff, wenn der nochmal einen richtigen Flächenangriff macht. Müsste ich mich halt so heilen. 191 ist sehr gut. Jetzt hat er die Schnauze voll. Ich weiß nicht. Geht's jetzt weiter? Scheinbar schon. Ich wollte schon gerade sagen, war ja ganz souverän, aber... Jetzt geht's erst richtig los, oder was? So, zermalen Angriff. Er macht jetzt seinen Drachen. Gucken, was das mal ist. Nee, auf jeden Fall die Wiederherstellungswelle. Francesca ist wütend und greift an. Unheilsschwanz. Schön gestunt. Und er leuchtet. ...490 auf meine Francesca. Ihr habt doch einen. Pop ist offen. To me, 136, das sah spektakulär aus. Hat nicht so viel gebracht.
So, damit einmal wiederbeleben. Und sie heilt mal. Ach, Francesca, ey. Oder Wasserschleier wäre auch nicht schlecht. Den bräuchte ich auch noch. Ja, auf jeden Fall den Wasserschleier. Man nimmt weniger Schaden dadurch. Der Hai greift an. Der Hai greift an. Jetzt ist er ein Blitzdrache. Okay, er ist schon mal gelb. Rücksichtsloser Schlitzer. Angriff, Angriff. Flamme. Den Schleier nochmal. Und sie heilt alle. Das macht sie nämlich jetzt vor seinem Angriff. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt macht er das wieder. Wieder auf Francesca, ey. Warum Francesca? Warum Francesca? Was hat sie dir getan? Jetzt mal ganz ernsthaft. Okay, er ist aber schon mal rot. Und seine Verteidigung ist runter. Das heißt, wir kloppen da jetzt richtig rauf. Holen natürlich Francesca zurück. Und sie heilt nochmal alle. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, sich mit Wasser zu übergießen, wenn der Drache blitzt. Ich verstehe deinen Punkt. Aber ich glaube, elementare Schwächen gibt es hier so in dem Sinne nicht. Weil Rune des Infernos ist geil. Drache in der Ferne. Weil nämlich es steigert die Abwehrmagie. Auch wenn es irgendwie keinen Sinn macht, wenn der da mit Blitz angreift, aber es hat ja was gebracht. Es hat ja weniger Schaden gemacht dann. Also denke ich, es war schon ganz okay so. Ja, war doch ganz nett, der Kampf. Sogar ein Drachen erlegt. Show me some hustle. Was soll mich jetzt noch aufhalten? Eine Tyrannenschildkröte? Oh, eine Schatztruhe ist da. Dankeschön, 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 Dankeschön. Meine Verzweiflung. Und 159. Meine Verzweiflung ist noch nicht groß genug. Dass ich jetzt nach wegen der Brasse frage.
Also ich bin schon verzweifelt. Aber noch nicht so verzweifelt, dass ich jetzt sage, ich möchte es unbedingt wissen. Einfach mal 309 rausgeknallt. So, einer muss nochmal hier die Schatztruhe öffnen. Hat hier nicht die Schatzkiste geöffnet? Diese coole Schatzkiste. Wiederherstellungswelle. Nicht, dass ich die jetzt verpasse, die Schatzkiste. Oh Gott. Das heißt, ich doch verpasst, weil sie so starke Angriffe machen. Oh, ich habe die Drachenviper als Kreisel. Das ist auch geil. Schön. Schön, so ein Drachenkreisel. Was willst du mehr? Aber wir könnten es ja vielleicht so machen. Man sieht aber schon, dass die Kämpfe hier herausfordernder sind. Ja, das finde ich nämlich auch. Sobald du in ein neues Gebiet kommst, zeigt dir das Spiel auch, ey. Jetzt sind wieder andere Gegner da. Mach dich mal ein bisschen auf was gefasst. Das ist ganz nett, finde ich. Und was ich sagen wollte, wir können es ja so machen. Du kannst mir einen Hinweis geben vielleicht. Mit der Brasse. Gegen den Hinweis hätte ich nichts. So, was habe ich? Ich habe jetzt eine Rüstung, so einen Bluthelm. Blutige Haube. Okay. Kriegt er noch den Ritterschutz? Oh, jetzt haben wir eine Platinhaube. Die ist schlechter. Schlechter. So, sie kann nicht. Oh, und nochmal ein Kampf. Ah, trotzdem, der Automodo regelt das schon alles. So halbwegs. Der macht es schon. Rums, Bums, Rums. Rumstel, Bumsel. Eine neue Rune. Das ist doch was. So, einmal hier durch und dann nochmal nach rechts. Da war noch was. Bisschen Bauholz, jawohl. Damit wieder schön gebaut werden kann in der Basis. Was haben wir hier? Ausgezeichneter Lack. Gefällt mir auch sehr gut. Let's do this. So, das können wir aber noch mit Automodus hier ganz gut machen. Also noch funktioniert der Automodus gut. Ja, schön vergiftet. Ich war heute gut unterwegs beim Suchen, aber hatte kein Glück. Okay, das heißt also, die Brasse ist da bei der Basis, bei der Angelstelle.
Und man muss halt nur Glück haben, dass sie auftaucht. Was nicht immer der Fall ist. So verstehe ich das, weil das ist heute der einzige Spot, wo ich geangelt habe. Und dann muss man es mehrmals probieren. Bis sie auftaucht, okay. Konnte ich mir denken. Irgendwie sowas in die Richtung. Zack, schöner Crit. Schöner Crit gewesen. Oh. Guck mal, die anderen sind ja versteinert. Die sind einfach versteinert. Das ist ja krass. Gar nicht aufgefallen. Sollen wir mal einen Abstecher nach rechts hier machen? Was da so schönes ist. Ein Küstchen. Ausgeblichenes Buch. Und hier ist nichts. Okay. Und dann ist es doch schon geschafft, denke ich mal. Dass wir jetzt ins Dorf der Hüter kommen. Yar, the outside be near. Do you smell it? We'll be in your Yarnan soon. Come on. Yarnan. Ich denke mal, da werden es auch wieder einige Helden geben, die sich uns anschließen oder rekrutiert werden. Sarah, hast du Lin getroffen? Nein, wie üblich weiß niemand, wo sie ist. Sie ist nicht zu dir nach Hause gegangen. Nun, ich war seitdem wirklich überall. Verstehe, hoffe, sie hält sich von Ärger fern. So, 29 Stunden sind wir gleich. Now this part I'm good at. Puh, da ist wieder die Schatztruhe. Hauen wir erstmal wieder so ein bisschen rauf. Greifen noch schön die hinteren Reihe an. Aua! Aua! So, jetzt wollen wir die Schatzkiste da holen. Okay. Die öffnen. Jetzt versucht jeder, diese Schatzkiste zu öffnen. Ist mir egal. Irgendeiner wird es schon schaffen. Keiner kriegt die Schatz... Doch. Rune des Leuchtkäfers. Ja, die brauche ich aber nicht. Ich brauche die Rune des... Strömung irgendwas. Strömungsrune. Was brauche ich? Hm. Aber scheinbar kann man die ja auch dann irgendwo aus einer Schatzkiste im Kampf bekommen. So, this is your village, huh? Die zwei schließen sich doch an. Irgendwann, bestimmt. Identity confirmed. Marissa. And Guru. Boy, are we glad to see you guys. Is something wrong? Endlich angekommen hier. The Revenants are back. And this time they're trying to get into the village. Die Wiedergänger. They're coming after Yarnan? Hobi? Is this that other threat you mentioned? Could be. Hard to imagine those bone walkers working with the Empire, but the timing sure is suspect.
Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht gerade. South of the village common. Okay, I gotta run on ahead. As will I. Marissa, I know you have only just returned, but we could use you there. I won't let those revenant monsters destroy my home. Let's get over there, Noah. Right behind you. Gleich in den nächsten Kampf rein, jawohl. Wiedergänger? Fragezeichen? Keine Ahnung. Es gab hier aber Sichtungen in letzter Zeit. Bah, Alabi, Marisa, Noah, wir gehen. Was sind Wiedergänger? Second Floor. Hier gibt es auf jeden Fall einen Itemladen. Und Menschen, mit denen man sprechen kann. Ja, gut, weil ich muss nämlich, glaube ich, noch mal ein paar Items einsacken. Ich habe, glaube ich, geheilt, ja. Und wenn nicht, werde ich jetzt gleich noch mal... Voll 23 ist eigentlich ganz gut, wieder Belebungsmedizin. Platinkrone. Das werde ich nochmal kaufen. Mal ein bisschen ausrüsten. Nochmal so ein bisschen was. Schwarze Kleidung für Melridge. Auf jeden Fall eine schwarze Rüstung. Volle schwere Eisenpanzer. Mein Gott, Alter, das haut ja auch nochmal richtig rein bei ihm. Ein Schild brauchen wir nicht. Aber eine schwarze Rüstung wird er anziehen, auch wenn die Magie dadurch oder die Magieabwehr ein bisschen runtergeht, das ist mir egal. Der braucht, physisch braucht er da vorne ein bisschen mehr Bums. So, ansonsten sollte es doch gehen. Ich hoffe, dass hier ein Gasthaus ist, wo ich nochmal übernachten kann, um auch die Mana-Reserven aufzufrischen. Krone der Dunkelheit. Ich könnte jetzt noch Runen ändern. Mal gucken. Er hat eine neue. Krone der sengenden Sprengwelle. Greift Gegner mit Flammenkombo an, fügt schweren Brandschaden zu. Oh, oh. Klingt nicht schlecht. Habe ich noch was für ihn hier? Nee. Der kann auch nichts verbessern. Er auch nicht. Bei ihr ist schon... Francesca sowieso. Francesca ist ja schon hier. 42. Öffnet sich der letzte Slot. So, sonst ist hier nichts. Ich kann höchstens mal gucken, ob hier sich jemand anschließen möchte. Oh, du. Du siehst richtig cool aus. And so his sinewed flesh was but the hilt. His blade, the robust mind that sinew built. The words ring true. Oh, ist ja Philosoph. It is a nice poem. Ah, the boy speaks my language then. We shall get along fine. I am Goldsmith,
a humble Styrian who seeks to perfect his body while serenading his mind. I'm Noah. I couldn't help but notice... You like to travel heavy, don't you? Oh, I must, as I visit many lands and must be ready to make camp. Whether I to peak or valley go, this body is my sole conveyance. No wonder, you're built like a mountain. Ha! Am I? Such a honeyed compliment I must repay with a merry rhyme. Okay, leg mal los. The reed that never bends, good fortune shall attend. My words to live by, if you will. In any journey, there is hardship, but stand strong, and you will be rewarded. This time, my reward was a local delicacy. Eine örtliche Köstlichkeit. But enough of me. What brings you here? Ich suche tapfere Verbündete. Actually, I'm looking for stalwart allies. I see. This explains the dire mood hanging over the world. Yes, and I've been scouring the world for people to help me stop it. I see no reason to decline. Great! Then should we... Nee. But I see no reason to assent. Why say we decide this with a test of fortitude? If you display sufficient strength, I shall go with you. Schon wieder kämpfen. Is strength that important? And so his sinewed flesh was but the hilt, his blade, the robust mind that sinew built. Strength begets spirit, boy. Bring me a comrade whose strength is greater than mine. Mind you, a burly body is not built in a day, but take the time you need. I believe I will remain here a spell. Heißt wohl, ich muss stärker werden, damit er gegen mich kämpft? But wait, hold, hold. Let me take a closer look. Hä? Oder doch? Pretty impressive, right? You did it, Noah! You showed incredible determination. Cool. So you'll join us? His passion stirred the Styrian's blood. Brave Noah, meet your brand new stud. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. I journey with you now, boy. Scheinbar, weil ich ein gewisses Level habe oder weil ich die Rune der Stärke angelegt habe. Keine Ahnung. Gosh dang, you are a hot helping of beef. The Styrian take pride in their supple sinew. My power is yours. Ich habe keine Ahnung, warum der sich anschließt. Styrian Poesiefern Goldschmied. Ah, der gefällt mir. Vielleicht nehme ich den mal mit. Auf jeden Fall ein neuer Kamerad. Dagegen sage ich nichts. Sonst noch was hier? Nee. Dann gehe ich nochmal in den drittes Ding nach oben. Gott. Vielleicht ist da etwas zum Übernachten. Ja, da ist etwas zum Übernachten. Aber ich gucke jetzt erstmal hier noch ein bisschen rum. Das sieht aus wie ihr Zuhause. Eventuell oder Sitzungsraum. Könnte ihr Zuhause sein mit dem Bett da oben. Wollen wir mal nicht der Perversling sein und drin rumschnüffeln? Gucken wir mal, was hier hinten ist. Absolut gar nichts. Wunderbar. Das freut mich. So, ist hier was Schönes? Nee.
Ist hier was? Auch absolut gar nichts. Will hier keiner die Kreisel drehen lassen? Dann muss ich... Ich weiß nicht, ob das gerade so die Situation ist, ob die... gegen die Feinde kämpfen, ob dann eine Runde gekreiselt wird. Der Großwächter wartet drinnen. $3000 war, ja, Koi. Ich muss ja. Ich muss mich hier ausruhen. Aber so ein kleines Kreiselduell wäre jetzt schon mal ganz nett. Ich habe ja jetzt einen neuen Kreisel bekommen. Den will ich ja auch gern austesten. Aber hier ist nichts. Die haben wahrscheinlich andere Probleme. Da ist jetzt nicht an Kreiseln zu denken. Aber mit meinem neuen, vermutlich Superkreisel, würde ich gern mal ein paar wegkloppen. Ich wusste ja gar nicht, dass die mir Sachen schenken dann am Ende, wenn ich die bezwungen habe. So, ich glaube, jetzt kann es losgehen. Alle geheilt, ja. Allen Dringlingen keine Gnade zeigen. Oh. Das sind die Knochenwesen. Only a fool would think to stand in my way. Which explains why you are here. But you humans are always so annoyingly defiant. Hätte ich speichern sollen? Nochmal? You stand in the awesome presence of Marcus, King of the Revenants. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er Marcus heißt. Der sieht mir jetzt nicht wie ein Marcus aus. Oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Das ist doch kein Marcus. Oder? Ist das ein Marcus? Ich glaube nicht. Prostrate yourself before me, and I will grant you service in my eternal thrall. It is a great honor. Eher wie ein Dieter. Straight ourselves? Du bist auch so einer, ey. Why would we do that? After 300 years of life, or is it death? Regardless, it comes as no surprise to the great Marcus that you humans are incapable of comprehending my wisdom. So let me simplify it for your feeble minds. Und seine Background Dancer da? Surrender to me. Give up. Cry and mew. Elsewise, my Revenant army will descend upon this land like flies on a fresh corpse. Yield your lives to me. You know what? I don't think I like this guy's tone. Also ich weiß nicht, wie der Typ ausgesprochen wird. Wavy? Erinnert mich ein bisschen an The Rock. So von der Kopfform her, die Augenbraue so hochgezogen oder so komisch geformt. Die Brille halb so runter, so hat doch The Rock auch immer geguckt. Mit seiner Sonnenbrille mal so abgesetzt. Are these the invaders?
You stand in awe of Marcus, King of the Revenants. We what now? Du, was? Was bist du, eine lebende Leiche? Ich bin Noah, Kommandant der Wache. Falsch, Knochenkopf. Du musst Ehrfurcht vor mir haben. Das finde ich gut. Wrong, Bone Breath. You stand in awe of Noah, King of the Alliance. Oh. Well, that is impressive. Noah? So be it, King of the Alliance. If you join your strength to mine, I shall reward you with the gift of life eternal. Irgendwie ist der Marcus auch ein bisschen... Weiß ich nicht, so ganz böse wirkt er nicht auf mich. You don't really think we're gonna surrender to you, right? Leute mit einem Skelettschädel sind immer nett. Ich würde dem vertrauen. I am calling you to my service. You must obey. Ich bin noch nicht so vielen Menschen mit Skelettschädel begegnet, daher... Weiß ich nicht. Kann ich nicht so mitsprechen. Tough luck, Chump. This is the only place I can call home. The one place where I fit in this world. And there's no way I'm handing it over to the likes of you. Ah, weiß ich nicht, ob das so... It seems you cannot fathom the benevolence I am extending. Perhaps a display of my power will help. A mere wisp should be enough to make you heed reason. Oh, na, ich bin gespannt. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Guys, what's he doing? Ich habe leider nicht gespeichert. Hey, stop that. Okay. Schickt er erstmal seine Skelettkrieger vor? Ein Leichenritter. MP, eine sengende Sprengwelle. Die haue ich jetzt einfach mal raus. Das ist immer noch das beste Team bisher. Das beste Fight-Team. Ich finde immer, das geht besonders ab. Ja, das knallt doch ein bisschen. Aber die halten noch ein bisschen was aus. Oh, die sind noch nicht mal gelb. Ach, du meine Nase. Rücksichtsloser Schlitzer. Er macht den Zermaler. Normaler Angriff. Kann mal Feuerball abfeuern. So machen wir das. ...279, jawohl! Jetzt kommt wieder der weiße Hai... ...aus dem Sand. ...175. Ein Schaden. Sehr gut. Ich glaube, da kann ich in den Automodus schalten. Das sollte passen. Da passiert nicht so viel. Damn it.
So, ja, kann sie mal ein Stück Schokolade wieder gönnen. Die schmilzt hier locker vor sich her. Das war's. These boys are tough. Hey, da hat nur noch einer gestanden. Ich finde, die Attacke vom Hai sollte Sharknado heißen. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja, ich habe ja noch einen anderen Hai. Und wenn halt irgendwie Partner miteinander harmonieren, machen die ja Helden-Kombos. Vielleicht gibt es ja noch ein Hai zum Rekrutieren. Und wenn die dann zu dritt angreifen, vielleicht machen sie dann eine Sharknado-Attacke. Hoi, these bloaters do be in possession of a mighty strength. Müsste man mal gucken. How sad you cannot recognize such a pure act of mercy. Why do you persist in defying me? Time remains to you, but precious little. Collect your wits and reconsider my offer. Reconsider. Mm-hmm. Threaten us all you want, but I'll never let you take my home from me. We shall meet again. Irgendwie wirken die komisch auf mich. Okay, I really don't like that guy. I never dared get this close before. Haben sich noch nie so nah herangewagt. Okay. Wer weiß? What was all that about? Ja, das frage ich mich auch. Das war echt irgendwie ein bisschen komisch. He appeared to be demanding our surrender. Was that the mysterious other threat I heard about? We've been getting reports about packs of revenants, so yep. Probably is. Don't know why he'd march in here with such small numbers though. Chalk it up to overconfidence, maybe. Ich weiß auch nicht, das war eine ganz komische Aktion von denen. Oh yeah, I'm sure that's all it is. Nothing more sinister afoot. Well, our duty is clear either way. Nice fighting, Marissa. And you. So you're Noah, eh? Ich bin Noah, the, ja. King of the Alliance, King was it? Of the Alliance. Oh, yeah. About that? Das war nur Spaß. I guess you got a bit of a kingly look about you. Man, I do love a guy who can talk a big game. Just know that she's like a kid sister to me. Commander or not, mind your manners around her, or you'll answer to me. Also mit Dwayne möchte ich mich nicht anlegen. Majesty. Okay, okay, chill. Wave, shut up. Okay, Wave heißt er. Ich nenne ihn aber Dwayne, glaube. Weil er echt wie Drain rüberkommt. Anyway, moving on. The name's Wave, and I lead the Guardian's response team. We gotta report this to the Grand Warden, but I'm sure he'll also want to hear from Noah. So how about you all tag along? Machen wir. It's a pleasure to see you again, Noah. I'll go on ahead. Please, come tell me what happened when your task is completed, Marissa. Sorry about Wave's whole protective brother shtick. Alles gut. Is he really your brother? Wave? Nah. He's not that much older than us. So, Captain or no, it just feels like we're family. We should head over to the Grand Warden's place. Wouldn't mind grabbing a bite either. Oh. Ein bisschen essen. Der Großwächter ist im Zentrum. Dritte Etage. Ich dachte, er sagt jetzt, dass er der Anführer der Bloodline ist. Das wäre natürlich perfekt, ey. So, da ist noch der kleine Känguru, den ich rekrutieren kann. Garus Tochter. Alabi. Yes, baby girl. Yeah, baby girl.
I just wanted to make sure you're still here, Dad. I missed you so much. Well, I am. And I missed you a right ton. Hi, friends. Thanks for always helping my dad. Hi, friends. Es ist aber nicht Garou, der da spricht. You didn't hear any of that, did you? Not that there was anything to hear. No. Okay, okay. Wir haben nichts gehört. Aber jetzt hätten die doch vielleicht Zeit, ein bisschen zu kreiseln. Ne? Gefahr ist erstmal gebannt. Oder die spielen hier sowas gar nicht. Das kann ja auch gut sein. Dass hier kein Baigoma gespielt wird. Naja, wir lernen jetzt auch den Ältesten kennen. Vielleicht ist er ja dann der Anführer der Bloodline. Hier, well met, Commander Noah, der Älteste. Weaver's explained the situation. Der sitzt dann auch am Head of the table. Noah got dragged into trouble the moment he arrived. But he proved himself a capable warrior. I understand you've seen signs of Imperial movement. Yeah. So to explain, we Guardians have a duty to protect the area of the Greatwood and the Rune Barrows there. Genau, wir sind ja eigentlich wegen dem Reich hier. And part of that overlaps with the Norsefarian territory the League recently handed over to the Empire. That's how one of our patrols saw the Imperial Army amassing troops there. Hmm. Which was all before the Revenants came along. The Elves sent a warning as well. They saw a group outside the area of operations, searching for... Well, we're not sure what exactly. Okay, Elfen gibt es jetzt auch noch. Okay. Leave it to Lakian to bring that information to Lillowyn instead of me. Doesn't he trust me at all? It did come to you. You chose not to read it. This series of suspicious events was why we sent Marissa and Garou as envoys. If the Empire launches a full-fledged attack, even the combined forces of the Guardians and Norrister won't be enough to stop them. Hm, wenn man den ganzen Tag so ein Pflaster am Finger hat, das riecht auch richtig lecker, ne? Das sieht auch richtig eklig aus. Oder das ist vielleicht, weil die Wunde sich entzündet hat. Kann auch sein. Dass es deshalb etwas riecht. Never knew you had it in you to look at the big picture, mate. Oh, don't get me wrong. I'm still all about living the easy life. But if you want to earn a life free of worry, it's going to take some thinking. And maybe even some fighting. So where do we come in? Da kommen wir ins Spiel. Oi. You should go to the Norristari capital of Athrebolt and seek an audience with their king, Salus Baelwind. Simply exit through the west gate and travel southwest. Ja, ob der uns hilft? I've already informed them we'll be sending Oder ob der Hilfe möchte? Noah from the Alliance, Marissa to represent the Guardians, and Alwi for the Elves. Alwi. Reizbarer Elf. Alwi Arkatis Farut. Das ist mein Name. Wow, Wave. You're really putting an effort here. Hey, when push comes to shove, Wave comes to punching in the face. That's why you love me. Bee. Oh, and I'd like Nil to go too. Consider yourself Marissa's chaperone. Are you certain I am adequate for this task? Oh, es kriegt den Roboter mit. It certainly wouldn't hurt for you to see more of the outside world. Heck, might even refresh a memory or two. Thank you very much, Wave. It will be my great honor to accompany you, Marissa. Mysteriöses Mädchen Nil. Leicht zu merkender Name, finde ich auch. Nil
Oder du meinst den anderen, der ist nicht so leicht zu merken. Neil ist da schon sehr entspannter. Enough with the formality. We're friends, remember? Yes, of course. My most sincere and humble apology. You're not going, Wayne? Nee, der chillt hier. Marissa's young, but she's a guardian warrior. They'll respect that. Besides, I got that whole Revenant army thing to deal with. Not to mention a gaggle of Imperials in my backyard. Oh, that's quite the list. Think I'll hang back and give you a hand. Das ist großzügig, großzügig. Wen haben wir denn jetzt noch hier? Arvi ist Langdistanz und Neil ist auch Langdistanz. Da muss ich ja meine Francesca abgeben. Und ich habe absolut niemanden mehr für die... Doch, ich könnte ihn noch mit nach vorne nehmen. Ivy. Aber ansonsten habe ich niemanden für die... Für die Frontreihe. Das ist ja dämlich. Fingervulkan. I will try to be a productive member of the team. Also ich kann Arvi bestimmt nach vorne setzen, aber... Ach, Francesca, ich will dich nicht abgeben. So, Ivy kann ich nach vorne holen. Aber Hilfe habe ich dann keine mehr. Zweiundvierzig sind die schon. I hope your journey to Northstar will prove a fruitful one. Thank you, Grand Warden. Ein Abenteuer ohne Francesca, mein Herz blutet. Come on, Noah. Let's go. Francesca ist doch mein Ein und Alles. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt's hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.